Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir springen rein und drücken random. Let's see. Lazarus. Zufällige Start-Items. Okay. Oder waren zufällige Start-Items Eden? Okay, Thunderfies. HP. Shit, ich habe nicht alles gesehen. Egal. Was soll's? Okay, zufällige Pille. Show me what you got. Bombs are key. Oh well. Das lief nicht ganz so supi. Und wir beginnen direkt mit einem Mini-Boss-Kampf gegen Envy. Nicht happy. Wisst ihr was? Reset. Okay, versuchen wir das nochmal. Okay, ich sehe meine Stats. Das ist schon mal schön. Okay. Stirb, Champion Mr. Maw. Upp. Nee, stirbt normaler Mr. Maw. Und jetzt stirbt endlich Champion Mr. Maw. Flat Dingsbums. Flatworm, genau. Blub, blub. So, jetzt schießen wir etwas breitere Tränen. Item Room, maybe nach rechts? Ja, definitiv sogar nach rechts. Okay. Dammit. Ließ sich leider nicht vermeiden gerade, weil ich nicht schnell genug geschaltet hatte. Item Room ist Stem Cells, HP Upgrade, Shot Speed Upgrade. Pille ist Pheromones. Ne. Oh, halt, halbes rotes Herz. Joink. Okay, dann gehen wir jetzt wohl zum Boss, der vermutlich nach hier links ist. Mehr Maws. Eins, zwei, drei und vier. Okay, fehlen noch die übergebliebenen Körper. Und ansonsten ist hier nichts gedroppt. Mal schauen, was haben wir hier? Hopper. Okay, Hopper 1 und Hopper 2. Schlüssel ist schon mal schön. Gratis-Bombe, cool. Tinted Rock. Nice. Beinahe hätte ich es verkackt mit dem Tinted Rock. Aber wir haben es ja noch geschafft. So, noch ein Schlüssel und unser Boss ist Jiminy. Sup, bra. Was geht? Alter, schmacht's Krankenhaus. Hey. Unser Damage Output ist leider noch nicht so fantastisch wie letzte Runde. Aber immerhin. Ja, einmal. Okay. Klein Jiminy. Oh, ich glaube, wir haben ihn. Ja, oder auch nicht. Stirb, Mini Jiminy. Almost. Jetzt aber. Okay, HP Upgrade. Like. Und nächster Floor. Let's fetz. Okay, Basement 2. Basement 2. Checken wir mal hier unten. Okay, und die Fliege. Erwischt. Also, das war schon mal nicht der richtige Pfad. Vielleicht ist der Item Room ja nach hier. Okay, du bist tot. Du bist auch tot. Noch ein Schlüssel, schön. Das ist schon mal ganz nett. Oh, Item Room? Nein, immer noch nicht. Ja, Fliegen killen. Halbes rotes Herz, keine Verwendung. Da ist unser Boss. Zumindest können wir jetzt dann vermutlich direkt schon mal einen Deal rausschlagen. Was auch ganz cool wäre. Okay. Du bist tot, du bist tot. Fehlt noch der Mr. Maw. Und der letzte Körper. Joink. Rotes Herz. Und der ist unser Boss. Monstro, was geht? Ja, schnell die Fliegen getötet. Oh, jetzt müssen wir uns nur noch mit dem Monstro auseinandersetzen. Na, dann komm mal, mein Großer. Oh. Okay, bisschen in meine Richtung rotzen. Okay, Monstro ist jetzt ungefähr zur Hälfte tot gleich. Oh, jetzt dürften wir die Hälfte haben.
Okay, noch ein bisschen mehr rumgerotze, entspann dich. Oh, dammit. Houston, wir sind getroffen. Okay, High Jump. Und Monstrous tot. Yes. Schau, was kriegen wir? All Stats Upgrade, Halo, nice. Der Deal bietet uns an das Sin-Up-Ding und die Gimp-Mask. Okay, das Sin-Up-Dingens, die Satanic Bible nehmen wir mit, die Gimp-Mask auch. Wenn wir getroffen werden, haben wir die Chance, ein Spirit Hearts zu spawnen. Und wir suchen uns jetzt noch unseren Item Room. So, aber über das All-Stats-Upgrade nicht ausgesprochen glücklich. Nee, es ist wieder einer von diesen Räumen. Okay, Item Room. Libra, you feel balanced. Oh, well. Ich sollte mir angewöhnen, dieses Item nicht jedes Mal wieder aufzuheben. Okay, hier ist auch noch ein Raum. Was gibt es hier? Etwas, das der Shop sein könnte. Ich wäre ja doch durchaus am Secret Room und an der Boss Trap da drüben, ouch, interessiert. Nur ist es, glaube ich, nicht so, dammit, dass wir uns da wirklich einfach Zugang zu verschaffen können. Na, lass uns mal drauf ankommen, mal schauen. Nein. Und hier? Okay, Kleingeld? 3 Cent. An und für sich sogar genug für den Secret Room, Quatsch, für den Shop. Nur dummerweise müsste ich für den Shop nochmal durch diesen ätzenden Raum durch und das würde ich mir viel lieber ersparen. Also verschwinden wir auch hier wieder auf den nächsten Floor. Joink. Caves 1? Caves 1. Mob Trap. Let's fetz. 3 rote Truhen. Na. Dann gehen wir mal nach hier oben. Anus Wolke. Immer wieder schön. Und eine Boarded Wall. Da könnten wir vielleicht so ein Bedroom hinterfinden. Upp, ausweichen. Schlüssel. Schön. Okay, 1. Und 2. Hey, Bedroom. Okay. Oh, schade. Es ist nur ein Weg auf den nächsten Floor. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir dort einen Zugang zum Black Market finden. Sterbt. Okay, erwischt. Noch ein Cent. Denn im Black Market hätten wir eventuell auch nochmal an ein paar coole Items rankommen können. Es sollte wohl aber an Ouch anscheinend nicht sein. Okay, unsere Range reichte gerade so. Yep. Nehmen wir noch dich. Und dich. Und dich. Und dich. Okay, Schlüssel, kommen wir nicht dran. Und Item Room. $3 Bill, zufälliger Träneneffekt. Why not? Ah, Triple Shot. Okay, was haben wir hier oben? Dingles. Totes Dingle. Totes Dingle, totes Dingle. Totes Dingle und totes Dingle. Irgendwas in den Häufchen. Sieht nicht danach aus. Schlüssel. Der Weg ist mir zu weit, um ehrlich zu sein. Ups. Ja, da ist so ein angekündigtes Spirit Hearts, weil wir getroffen wurden. Okay, du bist hinüber. Und du bist hinüber. Nee, eine Bombe. Okay. Boss irgendwo hier? Ja, da ist doch der Boss. Ah, sieht aus, als hätten wir Tough Love. Okay. Locken wir euch doch mal alle irgendwie so ein bisschen zusammen hier. Okay, 1. Ja. 2. 3. Ich hab gesagt 3, 4. Okay, nice. Schwarzes Herz, schönes Ding. Irgendwelche Drops? Nee, sieht nicht so aus. Item Room waren wir. Okay, Boss Time. Mega Fetti. Na, whoop-di-doo. Und es sieht so aus, als hätten wir nur Spectral Tears. Oh, dammit. Okay. Blähungen. Okay. Mehr Blähungen.
Okay, jetzt fängt er gleich an zu spucken. Yep, Figures. Nochmal Blähung. Okay, Mega Fatty ist halb tot. Yep. Okay. Gerade nochmal, weil es so schön war. Okay, gleich haben wir es geschafft. Mega Fatty ist zu drei Vierteln. Ups, tot. Ah, dammit. Ich habe nicht vor, Rotherz-Damage von dir zu nehmen, Mega Fatty. Gott damn you. Na, geht doch. Und trotzdem kein Deal. Okay, was seid ihr? Speedball. Speed und Shot Speed. Oh well, nächster Floor. Let's Fats. Was haben wir hier? Boss Trap. Keeper. Schon mal nicht so prickelnd. Schon gar nicht, wenn die mir so nahe kommen. Andererseits gibt es nichts, was ich dagegen tun kann. Ein Königreich für den Goathead. By the way. Ah, du bist hinüber. Du bist hinüber. Noch eine Bombe. Upp. Noch eine Bombe. Oh, und die 2 Cent sollten wir auch mitnehmen für den Fall von Shop. Nope. Spinnen. All aboard the Nope Train. Okay, die erste wäre hinüber. Die zweite wäre auch hinüber. Bombe. Schönes Ding. Oh, eine Golden Poop. Ein sehr seltener Gast. Okay, Spinne. Stirb, Schlüssel. Item Room? Nein, nur B-Licker. Jupp. Da hatte meine Tastatur sich gerade gelockt. Entschuldigung. Und der letzte. Erwischt. Rotes Herz. Item Room. Hey, Tatsache Item Room. Bewacht von Gurgles. Not happy. Okay. Okay. Ah, dammit. Oh, fehlen noch 2. Fehlt noch einer. Okay, alle erwischt. Send. Pille. iPhone Pills und Telepills. Okay, und der letzte. Tarotkarte. The Devil. Immerhin etwas. Mehr Damage für einen Raum. Wir wollen jetzt aber erstmal in den Item Room. Okay, jetzt schauen wir mal. Immortal Friend Dry Baby. Immer noch nicht ganz kapiert, was das Teil macht, aber wer weiß. Was soll's. Vielleicht ist es ja cool. So, dann checken wir mal hier rechts den großen Raum. B-Licker. Sterbt. Okay, fehlt noch ein letzter B-Licker. Fehlt noch die letzte Reihe hier. Fehlen noch 2. Woo, almost. Okay, erwischt. Und eine Bombe als Belohnung. Das da oben dürfte der Shop sein. Okay, 1 plus 1 free. Forever. Also kriegen wir jetzt wahrscheinlich immer Items, Drops, Dingers im Doppelpack. Cool. Checken wir mal, was hier rechts noch so abgeht. Boomflies. Das ist ein beschissener Tears-Effekt. Wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Hey, Spirit Hearts, nice. Nicht ganz so nice, 2 Schlüssel. Schon nicer. Was gibt es hier? Gurgles. Wie immer. Ich glaube, dieses Spiel kennt keine anderen Gegner als Gurgles und Boomflies manchmal. Hey, du bist tot. Und der Champion ist... Stirb, Champion. Ah, Secret Room. Damage. Alter, wie viel Leben hast du? Geht doch. Furchtbar. Okay. Noch eine Bombe. Top Secret Room. Hey, Goathead. Like.
Very much like. Ah, und da ist unser Boss. Waren wir schon im... Ja, wir waren schon im Item Room. Wollte mich nur noch mal vergewissern. Yep. Okay. Ey, Necronomicon. Warum auch immer das gerade aktiviert wurde. Scheint von Goathead zu sein. Polly Dingens Bummens. No thank you. Ich glaube, mit unseren Tränen können wir den Poison Damage verursachen. Scheint jedenfalls gerade meine Annahme. So, wenn ich nach der Farbe und nach dem Creep gehe. Na los, stirb. Schönes Ding. Squeezy Tears Up und zwei Spirit Herzen. Und ein Deal, der nicht Krampus ist, sondern halt einfach mal radikal nichts Nützliches. Was soll denn die Scheiße, ey? Ganz ehrlich. Und dann verschwinden wir schon wieder auf den nächsten Floor. Joink! Depths 1. Kommando nach oben. Würde ich vorschlagen. Yeah. Okay. Tod, tot und tot. Oh, was haben wir hier? Nightheads, wie es ausschaut. Oh, dammit. Gott. Ich kann jetzt schon behaupten, dass das ein ziemlich beschissener Floor wird. Dammit! Okay, tot. Tot. Los, komm. Okay, auch tot. Curse Room. Show me your goods. Nicht so wirklich prickelnd. Okay, checken wir mal hier links. Ist das so viel verlangt, einen vernünftigen Träneffekt zu wollen für einen einzigen Raum? Ja, wenigstens bist du auch tot. Zwei Schlüssel, schon mal schön. Was haben wir hier? Yep, Brimstone Vieh. 5 Cent. Jetzt diese Viecher. Tschüss. Nochmal zwei Bomben. Item Room. Nope. Aber diese coolen Sicheln. Oh, und ich erinnere mich daran. Bomben. Schade, keine Spirit Herzen. Spirit Herzen können nämlich von diesen coolen Feuern droppen. Dran denken, das sind die Brimstone-Dinger. Wie auch immer mich das gerade getroffen hat. Der Hermit teleportiert uns in den Secret Room. Nee, in den Shop. Ja, schnappen wir uns den Schlüssel. Aus Prinzip. Schlüssel sind immer gut. Jo, dann kann der Rest von Interesse ja nur noch hier unten sein. Gehen wir nach unten. Noch ein goldener Schlüssel. Golden Key. Nee, du warst nichts. Du warst auch nichts. Und hier rechts. Brimstone Vieh. Das ist voll unfair, dass sich das Vieh bewegen kann. Okay, was bist du? Dang it. Falsche Taste. Helf ab. Das ist doch immerhin etwas. Hier. Ein Mini-Fetti. Trollbombe. Gluttony. Und wir haben Freezing Tears. Das ist schon mal ganz schön. Okay, erwischt. Leider kein Item. Aber ein Versuch was wert. Okay, löschen wir noch schnell dich. Und gehen nach hier unten. Finden wir hier. Anuswolken en masse. Na super. Und dann auch noch mit diesen beschissenen Kurz-Range-Tränen. Und dann löschen wir halt einfach alles aus wegen unserem schwarzen Herz. Okay. Close enough. Ja. War ich schnell ausgeschaltet. Dich auch noch platt gemacht. Mehr Schlüssel. Item Room. Cricket's Head. Damage Upgrade. Immerhin etwas. So, du bist bestimmt ein Tinted Rock. Ja, du bist ein Tinted Rock. Haha. Silly hat mir was beigebracht. Silly hat mir was beigebracht. Wo ist der letzte? Bro. Bro. Geht doch. Okay. Acid Battery Trickle Charge.
Because why not? The Cage. Hey, wir kämpfen gegen Nicholas. Hi, Nicholas. Ups. Ich vergaß. Das war der Ätzende. Wies. Wies. Fuck off, Wies. Kant. Bitch slap Bunker Kant. High Jump. Okay, roll, roll. Mehr Roll. Okay. Fast geschafft. Upp. Okay, mehr Roll. Upp. Spirit Hearts. Und jetzt darfst du aber bitte sterben. Komm, komm, komm. Geht doch. Okay, HP Upgrade. Deal. Nice. Sehr schönes Ding. Okay. Okay, wow. Das könnte witzig werden. Okay, nächster Floor. Necropolis? Necropolis. Okay. Curse Room. Show me your goods. Hey, Wiggleworm. Das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Lol. Cool. Gefällt mir. Unser Damage Output scheint halt immer noch ein wenig sehr niedrig zu sein. Andererseits besser als nichts. Hiervon sieht nichts wie ein Tinted Rock aus, also bombe ich einfach mal so in die Mitte. Truhe. Bomben. Und Sense. Schön. Hehehe. Lol. Ah, unser Item Room. Was bist du? Toxic Splash Damage. Okay, switch mal einfach mal um auf dieses Ding. Okay, das ist anscheinend sehr nice zum Geld farmen. Gehen wir doch mal nach hier unten. Yep. Yep. Drops. Ja, yep, das ist es wert. Jetzt nicht mehr. Checken wir mal hier unten. Ah, der Hollow. Zwei Schlüssel unten, Spirit Hearts, Hype. Dann gucken wir erst noch schnell hier rechts. Lol. Okay, ich dachte schon, ich hätte einen Weg gefunden, um das Spiel zu breaken. Mal wieder. Ja, Häufchen. Ey, noch ein Spirit Hearts. Nice. Haben wir hier. Ed's Viecher und mehr Kleingeld. Boss. Hey, Boss, Tatsache. Schönes Ding. Schönes Ding. Zwei Schlüssel. Schwarzes Herz und... Hi, Mom. Und natürlich habe ich mal wieder keinen schönen, effektiven Tränendings. Da war doch der Fuß. Wusste ich's doch. Au, oh, dammit. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Dammit. Wie dem auch sei. Wir haben es trotzdem gleich geschafft. So. Ist sehr gut. Oh, und der Treffer habe ich trotzdem noch getroffen. Ah, wir haben was freigeschaltet. Something Sticky. Bossroom, Quatsch. Das will ich. Pentagram, was bist du? Dark Matter. Ah, 4-Shot. Ja, stimmt, da war was. Das war ein sehr cooles Item, wenn ich mich recht entsinne. Hehe. Wusch, wusch, wusch. Wusch. Okay, nächster Floor. Ich trinke in der Zwischenzeit mal kurz einen Schluck von meinem Tee. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir haben ein Curse of Darkness Floor. Das ist jetzt nicht so prickelnd.
God damn you. Das könnte jetzt mitunter doch entscheidend schwieriger werden als geplant. Okay. Aber wir haben es fast geschafft. Wir haben fast wieder ein schwarzes Herz zusammen. Dann sollten wir das durchstehen. Na komm. Was? Okay, wow. Einfach wieder aufgestanden. Cool. Ihr seid tot. Mehr Kleingeld. Leeches. Pille. Pille. Speed up. Und unser Boss. Hi, Dev. Okay. Okay, Dev ist tot. Fehlt noch das Pferd. Erwischt. Okay, Ball of Bandages. Was bietest du mir an, Dev? You fucking what, mate? Okay. Interessantes Ding. Jo. Und dann nächster Floor. Apropos. Schwarzes Herz. Utro 2. Boink. Schwarzes Herz. Checken wir mal hier. Ah, Triple Shot. Doppelt verschlossene Tür. Cash und eine goldene, ein goldener Schlüssel. Das ist doch an und für sich nicht zu unterschätzen. Mehr Schlüssel. Also an Drops mangelt es uns echt nicht. Es mangelt uns wirklich nur... Ah, dammit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das so durchstehe. Anarchist Cookbook. Nope. Es mangelt uns eigentlich nur an Durchschlagskraft. Okay. Letztes Wies. Speed Upgrade? Nee. Danke, aber nein, danke. Keine Drops weiterhin. Letzter Raum. Schwarzes Herz. Schönes Ding. Boss. Nein, kein Boss, aber Judgment. Okay. Bitte überlebe. Nice. Okay, einfach kurz warten. Rote Herzen. Rote Herzen. Bomben. Schlüssel. Komm schon, gib mir einen Drop. Fanny Pack, filled with goodies. Jedes Mal, wenn wir Schaden nehmen, droppen wir irgendwas. Wortwörtlich. Nicht mehr und nicht weniger. Wir droppen irgendein Consumable. Ey, Homing Tears sind ja ganz witzig mit Brimstone. Ja, checken wir mal hier. Nope. Oh Gott, damn it. Fuck you, Gertie. Oh Mann. Hey, ihr seid auch alle tot. Bomben. Hey, Spirit Hearts, Clocks, nope, natürlich nicht. Okay, was gibt es hier? Clotties. Wieder keine Spirit Hearts'en. Ein Königreich für Mom's Pearl. Whoop. Okay. Da, damn it! What? Oh well. Okay, das ging dann doch etwas prompter als erwartet. Was soll's. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.